Die Klassenunterschiede waren enorm groß, auch in den Schulen. Ich bin von Anfang an ins Lyzeum gegangen. Das hieß Lyzeum für höhere Töchter. Und dieser schlimme Satz, also für mich ist der heute ganz schlimm, man spielt nicht mit Hausmeisterkindern, dann lernt man schlimme Worte. Und wer hat Ihnen so einen Satz gesagt? Mein Großvater, mein Vater eigentlich nicht, aber das bekam man ja vorgelebt. Haben Sie da mal ein Beispiel für, also wo einem man das vorgelebt bekommen hat? Ja, Kindergeburtstag. Wir hätten gerne die anderen auch mal eingeladen, nämlich dass die uns verprügelt haben auf dem Schulweg. Das haben wir nicht zu Hause gesagt, weil die wussten, sie werden geschnitten, waren die eifersüchtig und da waren aber doch Kinder bei. Das war reizvoll. Die hatten andere Butterbrote in der Pause. Aber das gab es einfach nicht. Also man hat nicht mit denen Nein, gespielt. das gab es nicht.